Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jasmin und ich investiere seit 9 Monaten mein Geld an der Börse. Heute gibt es mal den Rückblick 2020, wie viel ich insgesamt mit Dividenden quasi verdient habe. Das ist jetzt nicht natürlich für das gesamte Jahr 2020, da ich halt erst ab April angefangen habe zu investieren. Ja, wir starten mit dem Mai. Da habe ich meine ersten Dividenden bekommen. Bayer hat 5,60 Euro ausgeschüttet, Texas Instruments 70 Cent und LTC Properties 14 Cent. Insgesamt waren es im Mai dann schon, also in meinem ersten Monat, wo ich überhaupt an der Börse war, 6,44 Euro, was mich natürlich enorm gefreut hat. Gerade meine erste Dividende von Bayer dann so hoch. War auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Und wir machen weiter mit dem Juni. Da habe ich dann angefangen, also es war im Mai, glaube ich, in Realty Income zu investieren. Und Realty Income ist ja ein monatlicher Dividendenzahler. Habe da 87 Cent mit verdient. Dann McDonald's hat ausgeschüttet 93 Cent. VF Corporation 37 Cent und LTC Properties wieder 14 Cent. Natürlich werde ich jetzt manche Aktien nicht mehr haben. Manche habe ich wieder in meinem Depot. Ja, aber so viel dazu. Insgesamt im Juni waren es dann 2,31 Euro. Dann der Juli. Wie ihr hier sehen könnt, Altria 2,54 Euro. Dann wieder Realty Income, 87 Cent, LTC Properties, 13 Cent und Gladstone Commercial Corporation, 46 Cent. Damit waren es insgesamt im Juli 4 Euro. Dann der August, da haben viele ausgeschüttet, AT&T, 1,88 Euro, Mastercard, 29 Cent, Realty Income, 67 Cent, LTC Properties 13 Cent und Gladstone Commercial Corporation 45 Cent, sodass wir auf einen insgesamten Wert von 3,42 Euro kommen im August. Dann im September, da haben die meisten ausgeschüttet. Wells Fargo 14 Cent, Johnson & Johnson 72 Cent, 3M 3,16 Euro habe ich beispielsweise jetzt auch nicht mehr. McDonald's 89 Cent, Realty Income wieder 66 Cent, Royal Dutch Shell B 13 Cent, LTC Properties 13 Cent und Gladstone Commercial Corporation 46 Cent, sodass wir im September auf 6,29 Euro kommen. Dann im Oktober LTC Properties 13 Cent und Gladstone Commercial 45 Cent, sodass wir hier auf 58 Cent für den Oktober kommen. Ja, im November dann auch ein paar mehr Unternehmen. AT&T wieder, Mastercard, Apple 1,17 Euro, LTC Properties und Gladstone. Und im Dezember, jetzt den letzten Monat, da gab es nochmal eine große Dividende von Pfizer. Habe ich ja auch schon verkauft. Dann Wells Fargo 14 Cent, Johnson & Johnson 71 Cent und dann nochmal 14 Cent von Royal Dutch Shell B, sodass wir insgesamt auf einen Wert von 32,39 Euro kommen. Das ist für 8 Monate schon echt ganz gut, finde ich, dafür, dass man die Aktien nur hält. Und ja, ich nehme mir vor, im nächsten Jahr mit Dividenden 50 Euro zu machen und genau. Ihr könnt mir ja schreiben, wie viel Dividende ihr im Jahr 2020 gemacht habt. Und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann.